Ich hatte ja in der Schule war ich nicht so gut in Chemie. Ich bin ein bisschen nervös. Aber. Ah! Herzlich willkommen heute mal wieder Chemie in der Küche und ich habe mir Verstärkung geholt. Das ist Florian. Florian ist ein Funkkollege und er macht das Format Hochkant. Genau, Hochkant sind News und Reportagen auf Snapchat und Instagram. Wie verändern sich Deutschland und Europa? Was hat Trump schon wieder angerichtet? Und ist Streaming jetzt wirklich richtig illegal? Bei Hochkant gibt es News, Reportagen und Hintergründe. Und dazu persönliche Einblicke in mein Leben als Reporter. Also, wenn es euch ein bisschen interessiert, was in der Welt los ist, ich erzähle es euch auf Hochkant. Edit einfach Hochkant auf Snapchat und Instagram. So, Flo, warum bist du heute hier? Weil du gesagt hast, wir machen Pulver aus Schokoausstrich und das will ich mir nicht entgehen lassen. Also, ich habe hier schon mal was vorbereitet. Wir sind hier in meiner Küche. Wir werden heute damit rumexperimentieren. Yeah! Maltodextrin. Maltodextrin. Jawohl. Hast du das schon mal gehört? Ich stelle mir das ein bisschen vor wie so, Proteinpulver. Das hier ist ein Zucker. Der eine Zucker, wenn man jetzt hier einfach diesen Strich durchzeichnet und die Klammer. Nee, das ist. Ich muss nochmal von vorne an. Dieser eine Zucker wäre Traubenzucker. Also nur, dass er in der Klammer ist Traubenzucker. Genau, also es gibt Einfachzucker, Zweifachzucker, zum Beispiel unser Haushaltszucker ist ein Zweifachzucker, Saccharose. Und wenn man die jetzt ganz viele aneinander hängt in der Kette, dann haben wir ein Poly. Saccharid, also Poly, mehrfach Zucker oder auch Kohlenhydrat. Zucker ist erstens süß und zweitens ist es wasserlöslich, richtig? Ja. Stärke kann ich nicht mehr in Wasser lösen. Was hier fürs Wasser wichtig ist, sind diese OH-Gruppen. Die verstehen sich gut mit Wasser. Das sagt man auch tatsächlich so. Man sagt hydrophil, das heißt so viel wie wasserliebend. Und wenn da viele OH-Gruppen da sind, löst sich das im Wasser problemlos. Was passiert jetzt, wenn man das immer länger macht? Also gucken wir mal hier. Wenn das jetzt nur ein Zucker wäre, Traubenzucker, dann hätten wir pro Ring 1, 2, 3, 4, 5 OH-Gruppen. Der Ring ist aber, wir sagen, eher hydrophob. Das sind alles Kohlenstoffatome und die verstehen sich eben nicht so gut mit Wasser. Mhm. Wenn wir jetzt allein schon aus einem 2 machen, das wäre dann Maltose. Dann haben wir 2 Ringe, aber dann haben wir nicht die doppelte Anzahl von OH-Gruppen, nicht 10, sondern nur 8. Also wir hätten hier, haben hier in der Klammer 3, okay, verstehe. Mal 2 sind 6 und dann 2 am Ende. Mhm. Das heißt, das Verhältnis von hydrophob, von Ring zu OH-Gruppe wird immer größer. Das heißt, je länger ich die Kette mache, irgendwann überwiegen die hydrophoben Eigenschaften und dann löst sich es irgendwann nicht mehr in Wasser. Maltodextrin ist jetzt zwischen Glucose und Stärke irgendwo in der Mitte. Wenn es dazwischen ist, ist es jetzt nur so ein bisschen süß oder ist es gar nicht mehr süß, Maltodextrin? Es ist so ein bisschen es ist so ein süß. Ganz ist bisschen süß. Maltodextrin ist immerhin so hydrophob, dass es Fett und Öl absorbiert. Mhm. Und irgendwie benutzt man das zum Beispiel, um Olivenölpowder zu machen, um irgendwelche fettigen Flüssigkeiten in Pulver zu überführen. Mhm. Dieses Maltodextrin saugt das ganze Fett und die Aromen damit erstmal auf und verschließt sie mehr oder weniger. Aber sobald das Pulver dann in den Mund kommt, löst es sich ja in Wasser auf und setzt sofort diese ganzen Aromen und das Fett frei. Und das werden wir jetzt heute versuchen. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Also ich habe hier ungefähr 240 Gramm Nuss-Nougat-Creme gemischt mit Schokocreme. Und noch... Butter ist auch noch drin? Ich hab das gerade angemischt und hatte das Gefühl, dass noch nicht genug Fett drin ist. Ich habe noch ein bisschen Butter reingemacht. Also mit YouTube habe ich angefangen, während der Druck die Butter. Ja, sieht sehr gut aus. Ich finde, es sieht sehr gut aus. Und hier habe ich so... ich glaube, das sind 160 Gramm Maltodextrin. Alles, was man machen muss, ist das zum Beispiel in einen Mixer zu geben und es so richtig gut physikalisch zu malträtieren. Okay. Ja, das sieht doch schon mal super aus. Das ist eine kleine Sauerei. Soll ich mit dem Löffel... Ach, ist egal. Ja. Das ist die gute alte Funkmaschine. Ja. Also wie ihr wisst, wir werden ja bei Funk in Küchenmaschinen bezahlt. Ich weiß nicht, wie viele du inzwischen ich schon hast. Ich habe auch sehr viele, vor allem viele rosane. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Oh, du hast voll heiß. Die explodiert gleich die Küchenmaschine. Also jetzt sieht es halt aus, als ob das beides zusammengemischt ist. So richtig was anderes ist jetzt noch nicht entstanden, oder? Nee. Vielleicht ist es auch von uns.
Die Butter war das Problem. Ich hätte wahrscheinlich nicht nochmal Butter reinsaugen sollen. Ich habe eher das Gefühl, man braucht mehr Fett, aber das ist wirklich nur mein leidenhaftes Gefühl. Ich glaube, wir sollten das Gegenteil von dem machen, was ich denke, weil du bist der Chemie-Crack. Also ich würde ja vom Gefühl her sagen, wir brauchen mehr Pulver. Machen wir noch ein bisschen was dazu. Was wir versuchen, hat bisher nicht geklappt. Nein, lange Gesichter. Vielleicht ist nur eine Frage der richtigen physikalischen Bearbeitung. Jetzt passiert nochmal was ganz anderes. Ich glaube, ich bin für Knetwedel, sonst für das große Zeug. Ich glaube, sie ist kaputt. Wirklich? Alles okay, Küchenmaschine? Also Funk, ich brauche eine neue Küchenmaschine. Ich glaube, das ist es. Und? Ja, schön warm. Hallo. Hallo Flo. Na, alles gut? Also, pass auf. Ich bin gerade am Schneiden des Videos. Ich bin auch schon fast fertig. Ja. Und die Aufnahme stoppt in dem Moment, wo wir die Löffel in die Hand nehmen, um das zu probieren. Die Zeit war einfach drüber. Ach, shit. Das Gute ist, dass die Zuschauer nicht so viel verpasst haben. Ja, also es hatte eigentlich nichts damit zu tun, dass das Pulver im Mund schlagartig zerfließt, zerschmilzt und dann irgendeine Geschmacksexplosion auslöst. Das ist leider überhaupt nicht passiert. Das ist überhaupt nicht passiert, Leute. Ich habe nichts verpasst. Was ist jetzt besser, Nuss-Nougat-Creme oder Nuss-Nougat-Creme-Pulver? Nee, das Bessere ist auf jeden Fall die gute alte Nuss-Nougat-Creme, ja, die Sie kennen. Viel besser. Also viel besser. Wir haben einfach ein ganzes Glas Nuss-Nougat-Creme verschleudert. Ja. Und deine Küchenmaschine kaputt gemacht. Achso, das ist noch die zweite gute Nachricht. Die Küchenmaschine geht wieder. Ach Gott sei Dank. Wie wär's, wenn wir... Hörst du das? Die Packung Maltodextrin verlosen. Dann kann das irgendjemand ganz, ganz viel ausprobieren. Ja, und hoffentlich viel besser als wir. Das ist tatsächlich die Packung, die Flo und ich benutzt haben. Das heißt, sie ist angebrochen, aber das meiste von diesem Kilo Maltodextrin ist noch drin. Wenn ihr Bock habt, euch da selber auszuprobieren, schreibt in die Kommentare, dass ihr das haben möchtet und warum. Und der Kommentar mit der besten Antwort kriegt das zugeschickt. Alle weiteren Infos in der Infobox. Wenn ihr bei Snapchat oder Instagram seid, dann schaut mal nach Flo von Hochkant. Ich bin übrigens auch auf Instagram, Leute. Ihr müsst mir folgen. Es passieren ganz viele tolle Dinge, die ihr alle verpasst. Schätzeleins, ihr wisst Bescheid. Schön schlau. Bleibt sicher.